Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, ich habe jetzt 2 Tage, glaube ich, nicht aufgenommen. Und wir sehen hier schon den nächsten Gewinner der Dressur der Saison vom 27.07. bis zum 2.08. Und es ist Imagine, eine Stute, Stufe 1. Das heißt, auch mit dem Hochzüchten ist das nicht das Problem. Ja, sie trägt das Imagine Set plus diese Beindeko von dem Dancer. Das heißt, das dürfte auch wieder ein Set sein, das 150 Punkte bringt und kostet 2900 Diamanten. Ist natürlich ganz nett. Ich denke mal, es ist jetzt doch deutlich günstiger als der Dancer, weil es einfach Stufe 1 ist und nicht Stufe 4. Ja, theoretisch, wir könnten Imagine kaufen. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Okay. Ja, ich überlege es mir. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. So, die Weide ist sauber. Dann habe ich auch trotz... Trotz dessen, dass ich nicht aufgenommen habe, habe ich trotzdem weiter gezüchtet und wir gucken gleich mal, was daraus geworden ist. Aber wir bräuchten eigentlich erstmal Platz. Wir haben... Ja, ich habe es ja nicht mehr trainieren geschickt, da dürfte eigentlich keiner dabei sein, der so weit ist, dass er verkauft werden kann. Aber dann ist das jetzt auch egal, wer ist denn weiter. Sie ist gerade so Level 5 und sie dürfte 6 sein, genau. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die. Denn es hat natürlich dann außerhalb der Aufnahme geklappt. Und ja, wir haben ein Paso Peruano-Stütchen Stufe 3. Your Shell bleibt erstmal. Aber nicht für ewig, hoffe ich. Jetzt bin ich gespannt, wie sie erwachsen aussieht. Da müssen wir sie uns auf jeden Fall noch in der Dressur anschauen. Die Post müssen wir uns anschauen und ich hoffe, dass wir heute die Tagesaufgaben erledigen können, dass wir unser Geschenk in der Aufnahme erhalten. Das Level Up ist auch nicht mehr so weit hin. Also von daher hoffe ich mal, dass wir das irgendwie jetzt in dieser oder in der nächsten Folge erreichen werden. Sie sieht gut aus. Verdammt gut. Hübsch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, züchten wir hier, versuchen wir einen Hengst zu züchten auf Stufe 3. Stufe 1 gefällt mir sonst farblich auch noch am besten, also besser als Stufe 2. Aber ich glaube, wir brauchen einfach 2 Stufe 3er, falls das Zertifikat dann doch bald für Stufe 4 erhältlich sein wird. Na gut, andererseits, wir schauen jetzt erstmal zur Post. So, da gucken wir jetzt noch nicht hin. Ja, eine neue Dressur. 800 Punkte sogar. Oh, Wahnsinn. Dann muss ich gleich nochmal gucken. Waren wir unter den besten 50 dann? Sehr, sehr cool. Gucken wir dann nachher nochmal. So, Zwillingspunkte, 10.600 Münzen als Stallbursche verdient. Ja, die Dressurshow ist okay. Wir wurden, also das Dorf wurde besucht, oder die Ranch besser gesagt. 4.992 Münzen als Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt. Dann wurde uns auch noch geholfen. Ja, und das dürften fast nur... Genau, und die Pferde wurden gestreichelt. Das ist sehr, sehr schön. Theoretisch. Wir haben jetzt Stufe 3 hier stehen. Wir könnten zumindest die Stuten Stufe 2 losschicken. Das heißt, Weizen und Trauben möchten die Damen. Weil die brauchen wir dann ja nun wirklich nicht weiter. Und wenn jemand züchten möchte, momentan steht ja unsere Stufe 3 Stute da. Falls nicht schon längst wieder alle Stufe 3 als Hengst und Stute da stehen haben. Es
irgendwie gefühlt. Ja, hänge ich da immer so ein bisschen hinterher. Wie sieht's hier aus, punktetechnisch? 50 Diamanten haben wir. Wir haben noch, wie lange? 8 Tage. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Wir haben 271 Punkte noch über. Ja. Ich überlege, ob wir hier dann die nächste Zucht starten, bevor wir jetzt das Land wechseln. Wir können ja noch schnell mal dieses Quiz machen. Wenn jemand von einer Pferdeoper spricht, was meint er dann? Ein verrücktes Drama, grauenvolle Musik oder ein Western? Ein Western natürlich. Wie heißt die französische Pferderange im Spiel? Cheville, Paris oder Deville? Das ist Deville. Und welches mystische Pferd in Horsehaven hat am ganzen Körper Punkte? Westfale, Oldenburger, Velara, das ist das Velara. Andererseits, wir könnten... Achso, die hatte ich nicht verkauft, das ist ziemlich schade. Aber immerhin eingesammelt. Dann ist das alles nicht so dramatisch. Wir könnten hier nochmal Soja füttern in der Hoffnung, dass wir hier bald genug Punkte haben für Level 54. Dann könnten wir auch mal gucken, wie viel die Oasenerweiterung in Großbritannien kostet. Andererseits gut, fast 3000, dann haben wir wieder nur keine 2000 Diamanten mehr, wenn wir Imagine uns holen. Ach komm, wir züchten hier gleich einmal. Einmal wird drin sein, denn den Anglonormann und den Jütländer hatten wir ja schon. Oh, wir haben nur 5 Tage? Okay, so lange dauert das wohl doch nicht. Die Zertifikate waren recht günstig und das National Show konnte ich freischalten. Gucken noch mal in die... Das. Ja, der blieb wohl dann jetzt nur eine Woche. Wir schauen. Es gibt auf jeden Fall schon die Vorschau für die nächsten T4-Pferde. Und da gibt es den Azteken, den haben wir schon, den Gelderländer, den haben wir schon und das American Indian. Und ja, da würde ich dann sagen, also wenn die wieder günstiger sind oder einfach länger bleiben, das American Indian sollten wir dann hinbekommen. Und die anderen sollten nicht das große Problem darstellen. Und wir haben ja dann noch ein bisschen Zeit, jetzt wieder Saphire und Smaragde zu sammeln. Ich würde aber sagen, komm, einmal selbst einen Zuchtversuch starten und sonst werde ich schauen, die Paso Peruanos woanders hinzubringen zum Trainieren, die Stütchen, dass wir dann unsere Nachzuchten hier vielleicht hinstellen, damit andere Leute auch züchten können. Na, ich hoffe, dass Kitty sie jetzt gerade nicht braucht, aber wenn die Folge kommt, ist es sowieso ein paar Tage hin. Es ist doch immer ganz angenehm für mich, wenn ich so ein paar Folgen im Vorlauf habe, weil ich nicht jeden Tag dazu komme, aufzunehmen. Und Amy lässt sich Zeit. Wie soll es auch anders sein? So. National Show. Da haben wir unseren Paddy. Und unsere Faye steht ja eigentlich draußen. Wo haben wir sie hier? Also ein Stufe 3er möchte ich aber trotzdem auf jeden Fall behalten, weil die auch echt hübsch sind. So sieht Stufe 4 aus. Auch schick. Wieder ein Schecke. Wobei ich sagen muss, Stufe 2 ist ja auch richtig, richtig hübsch. Und ja, wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Platz, aber macht das Sinn? Es wäre halt wieder ein Pferd, das ich zur Not wieder verkaufen müsste. Und dann ist dann doch mal recht schwer. Ja, wir könnten nochmal, aber das Event geht ja noch ein paar Tage. Wir können es dann auch nochmal versuchen. Es ist jetzt der erste Zuchtversuch. Das ist nicht dramatisch, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Gut. Soja sollten wir trotzdem nochmal abholen. Wenigstens ein bisschen. Dann... Ach so, könnten wir mal gucken hier. Hat sich wahrscheinlich nichts getan. Nee. Dann geht's mal ab nach Frankreich. So, und ich habe zwar in Deutschland... Na.
Ja, dich verkaufen wir gleich noch. Ich wollte jetzt erstmal die Weide fertig machen. Und ich habe aber das Fohlen hier rüber geschickt, damit in Deutschland der Zuchtstall frei ist. Ich habe sie noch nicht einmal gefüttert. Gesehen habe ich sie natürlich schon. Ach, wieso ist sie denn Stufe 2? Ich habe sie noch nicht gefüttert. Weil das viel zu gefährlich ist. Die braucht halt wirklich nicht viel. Die braucht hier nur 6 Punkte, um Stufe 3 zu werden. Nicht gefüttert, nicht gestrichen. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie rausgeholt, damit der Zuchtstall frei ist. Und sie soll ja sowieso nach Frankreich. Und ich denke mal, mit dem Weizen wird sie jetzt erwachsen. Dann schauen wir sie uns nämlich gemeinsam an. Theoretisch wäre sie dann ja auch noch ein Kandidat, den wir uns in der Dressur anschauen könnten. Ach, du bist jetzt nicht. Hätte ich schon gedacht, dass sie, weil sie wirklich nicht viel braucht. 18 Punkte bis Level 5. Also 5, das ist ja nix. Das sollte jetzt auf jeden Fall klappen. Na, Mäuschen? Okay, sehr schön. Ach so, oder? Ich weiß, früher gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man Fohlen gestreichelt hat, dass die Erfahrungspunkte bekommen haben und dadurch auch teilweise erwachsen geworden sind. Geht das? Das wäre das Einzige, wie ich es mir erklären kann, warum sie schon Stufe 2 war. Gefühlt. Mähne und Schweif die gleiche Farbe wie unser Gelderländer-Hengst. Hat ja das gleiche Aussehen. Okay. Ist jetzt die Frage, trainieren wir sie noch ein bisschen? Haben wir denn Duke? Müsste hoffentlich in der Oase sein. Sieht sehr so aus. Ach nee, wir konnten ja Salem konnten wir verkaufen, wen noch? May noch nicht, aber ja, ihn ja. Ihn noch nicht, aber immerhin, wir hätten. Ja, aber die ist auch fast soweit. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Das Bürsten, er hier. Verkaufen wir jetzt ihn. Wird nicht viel bringen, hat 20 Diamanten, aber nehmbar. Muss ich ehrlich sagen. Schadet nicht. Dann schicken wir die drei wenigstens auf die Weide, weil die definitiv verkauft werden. Dann muss ich gleich mal schauen. Vielleicht schicken wir noch Pferde aus Deutschland hierher, die ja eigentlich dann ja zur Zucht da war. Ja, jetzt müssen wir füttern. Das ist okay, das kriegen wir ja schnell wieder nach. Ist auch nicht ganz verkehrt. Wäre nur schön, wenn es dann ein bisschen was Besseres hätte haben wollen. Vielleicht Müsli-Riegel, die haben wir ja doch meistens in großen Mengen. Gucken wir mal, ob da noch Canadiens stehen. Ja. Ihr kommt rüber. Und dann auf nach Deutschland. So, hier hatte ich ja den Isländer hergebracht. Und ja, wie ihr seht, es gibt auf jeden Fall Nachwuchs. Einer ist schon erwachsen, der andere noch nicht. Und ja, wir können auf jeden Fall selber weiterzüchten. Und das würde ich gerne machen. Und zwar, den Kleinen habe ich jetzt auch erstmal Draumur genannt. Wie unser Stufe 2er Hengst. Der Stufe 2er Hengst wird dann verkauft, auch wenn ich ihn eigentlich total süß finde. Aber ich glaube, Stufe 4 ist schon, wenn wir da Hengst und Stute haben, ein bisschen besser. Gut, dass wir in Deutschland sind und uns hier die Kirschen sehr schnell holen können. Aber wir können uns auch nochmal die Trauben schon mal holen für den Salat. Und dann sollte ich vielleicht auch noch mal gucken, was heute die Tagesaufgaben sind.
Die wollte ich eigentlich auch ganz gerne erledigt haben. Soja ernten. 900 Meter im Jagdrennen. 23 Diamanten ausgeben. Und 8 Futtermittel verkaufen. Ja. 23 Diamanten ausgeben hört sich nicht so gut an. Wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum, wieso, weshalb ich das machen sollte. Aber vielleicht tut sich ja noch was, aber ich glaube nicht. So. Und dann ist der Kleine erwachsen. Der Isländer war ja, das war ja schon so lange her. Ich denke schon, dass wir unsere Stufe 3 Stute, die andere, das ist nämlich beim ersten Zuchtversuch natürlich eine Stute geworden. Die schicken wir dann auf die Weide zum Trainieren. Aber erstmal lässt sich Amy wieder Zeit. Und danach würde ich auch sagen, obwohl, wenn ich jetzt die Salate hole, dann machen wir irgendwann nur noch schnell in Großbritannien die Salate. Und ich weiß gar nicht, ob ich genug Erdbeeren habe. Na egal, wir gucken gleich mal. Und dann geht's nur noch zur Dressur. Ja, momentan schlägt sie uns nichts vor, aber wir wissen ja, dass wir den Herrn brauchen und diese Stute. Und guckt euch doch Stufe 4 an. Das ist so niedlich. Scheint noch nicht überarbeitet zu sein. Die Mähne sieht alles noch so sehr fest aus. So fest am Hals integriert. Diese Wolle hier sah gerade auch nicht so richtig gesund aus. Aber ich denke mal, auch nach der Überarbeitung wird er wunderschön sein. Und es wäre heute ein Hengst. Gut, es ist der erste Zuchtversuch auf Stufe 4 mit unseren eigenen beiden. Ich vermute, es wird nichts. Aber das ist nicht problematisch. So, dann gehst du auf die Weide. Achso, dass unser irisches Sportpferd, das auch verkauft werden soll, glaube ich, ne? Du bist... Genau, Lydia... So, falls das Level-Up doch noch kommt. Machen wir das jetzt noch schnell zusammen. Den Rest übernehme ich hier dann aber so. Aber es sieht so knapp aus, aber eigentlich braucht es dann irgendwie doch noch Ewigkeiten. Dann. Ah ne, wir gehen hier rüber zur Dressur. Ich denke, mit Julia laufe ich dann gleich nach der Aufnahme. Und wir schauen uns dann lieber erstmal den Paso Peruano an. Und eventuell den Canadian noch. Mal schauen. Das wird jetzt doch schon wieder eine sehr lange Aufnahme. Es tut sich nichts. Hoffentlich lädt es nur einfach ein bisschen länger. Ich meine, wir haben ja doch einige Pferde vielleicht, aber da es sich auch schon mal aufgehängt hat hier, weiß ich nicht. Wenn das so lange dauert, dann
Das ist kein schönes Gefühl. Also jetzt langsam oder wir müssen uns die beiden in der nächsten Folge anschauen. Das ist jetzt doch schon wieder zu lang. Deutlich zu lang, diese Ladezeit. Na gut. Ja, es läuft uns ja nicht weg. Die beiden sind ja da. Und ich würde sagen, ich werde das Spiel... Ne, ich glaube, ich werde es dann am Tablet starten. Das läuft ein bisschen zuverlässiger gefühlt. Ist auch egal. Ich werde auf jeden Fall noch schauen, dass ich mit Julia an der Dressur teilnehme. Die anderen beiden schauen wir uns dann beim nächsten Mal gemeinsam an. Und vielleicht schaffen wir dann auch unsere letzte Tagesaufgabe. Das wäre ganz, ganz cool. Aber also jetzt 23 Diamanten ausgeben und ich habe gerade keine Ahnung, wofür. Macht halt keinen Sinn, dass ich einfach nur, um die Diamanten, um die Aufgabe zu erfüllen, für irgendwas Diamanten ausgebe. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.